Hi, wollt ihr wirklich kämpfen? Ich würde aufgeben an eurer Stelle. So, wer will für uns kämpfen? Macht das nicht für euch aus. Lesen. Aber bereit machen? Nee, nicht bereit machen. Ich bin nicht bereit. Das freut sich sehr, uns zu sehen. So. Ein verdammter weniger. Ja. Was will Corypheus erreichen? Dorian, ihr müsst das doch wissen. Warum? Weil aus Tevinter kommt? Nun, ihr könnt euch besser als jeder andere hier in die Denkweise Tevinters hineinversetzen. Liebste Cassandra, Corypheus kommt aus einem Tevinter, das seit 1000 Jahren tot und begraben ist. Egal welche nostalgische Vision er aus... Tisch, sie hat kaum mit meinem Tevinter zu tun. Oder dem seiner Gefolgsleute, um ehrlich zu sein. Ja, man kann ja fragen. Das ist zu spät für uns. Okay. Dann wir mal kurz in Panik versetzen. Schnappen wir uns die Schwester Costo. Sie wird diesen Ort wirklich nicht mehr lebend verlassen. So, komm und... Zack. Es ist erstaunlich, dass es immer wieder einige gibt, die das Chaos nutzen, um sich selbst zu bereichern. Ja. Aber so ist es halt. Ein übler Verbrecher. Okay. Bitte, hey! Die Wachen hatten einen Schlüssel. Er ist dort drüben. Ja? Nein, nein! Was denn? Ihr geht in die falsche Richtung! Ja, wo denn? Ihr geht in die falsche Richtung! Ja, wo denn? Ja, das ist der richtige Weg. Ah, danke. Ja, das ist der richtige Weg. Geht weiter. Ja, da entlang. Ihr habt ihn? Bitte, bitte öffnet die Tür. Ich halte es hier drin nicht eine Sekunde länger aus. Kein Problem. Weißt du nicht, wo er automatisch immer hinlaufen will? Ey, jetzt hör auf damit. Ich danke dem Erbauer. Und ich danke euch. Kein Problem. Ich weiß nur nicht, warum er jetzt die ganze Zeit hier nach hinten laufen will. Das gibt für mich nämlich keinen Sinn. Okay.
Ja, das Spiel ist verbuggt. Halten wir das einfach mal fest. Ich würde dann einfach mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Dragon Age Inquisition. Oh. Ah. Okay, doch nicht. Guck mal, muss einfach nur drohen. Einfach nur drohen, dann geht das schon. Was auch immer das Problem war. So, halten wir fest. Der Verzauberer, der muss fallen. Na. Oh, der Verzauberer ist fast tot. Danke. So viel hält er auch nicht aus. Und der ist tot. Samson, dieses Abkommen getroffen hat, versprachen wir euch die Deals, sofern ihr in der Lage seid, sie zu halten und sicherzustellen, dass unsere Lieferungen durchkommen. Ich will hier alleine rüber. Dafür bin ich jetzt... in meinen Tod gesprungen. Ich habe mich nicht mal bewegt! Mein Gott! Nur am Rumnörgeln. So. Der Veteran, der kann mal schön wegbleiben. Ich will nichts mit euch zu tun haben. Leute, die sind ja immer noch. Wieder drauf, danke. Langsam wäre es gut, wenn wir hier ein paar Sachen verkaufen könnten. Unser Inventar ist nämlich wieder voll. Unser Inventar ist wieder voll, als wäre das was Neues. Aber nee, Neues ist es nicht. Andrasses Gnade. Die Elfen hatten sich der größten Sünde schuldig gemacht, indem sie sich vom Erbauer abwandten. Dennoch werden wir ihnen gegenüber gnädig sein. Denn das ist es, was uns Andrasse lehrt. Ich weiß, da hinten ist auch noch ein unentdecktes Gebiet, aber ich will jetzt endlich hier dieses blöde Lager aufschlagen. Kann ja nicht dort oben sein, oder? Oder? Wird es da oben? Das wird da oben sein. Okay. Peng. Dann war ich mal hier kaputt.
Solus. Er kann das hier auch lösen. Da haben wir schon mal mächtig Vorarbeit geleistet. Wir haben, glaube ich, nämlich nur noch einen dort und ja. So. Sehr gut. Weg damit. Risse bei der Bucht. Silberfälle hinter dem Wasserfall war kein Elfenschatz verborgen. Diese lächerliche Geschichte hat mich 6 Soldaten gekostet. Wenn ich den Kerl finde, der dieses Gerücht in die Welt gesetzt hat, werde ich ihn höchstpersönlich umbringen. Ja, das war das. Sechzehn Gebiete fehlen uns. Das sind einige, aber die werden wir finden. Das sollte nicht das Problem sein. Problem wird eher der Weg dorthin sein. Also der Weg zu unserem Lager. Ah, und da ist auch schon ein Riss, den können wir dann gleich direkt mit machen. Das ist nicht ein geeigneter Ort für ein Lager. Durchaus. Da haben wir hier noch 4 weitere Risse. Hier hätten wir zum Beispiel den ersten. Machen wir mal. Level 17er Dämon der Verzweiflung. So langsam wird es wieder wirklich notwendig, dass wir im Vorhinein ein paar Gegner verbannen. Und Solus dann hier mal. Solus hat nicht getroffen. Ich freue mich sehr darüber. Kann ich so, als wäre es vielleicht notwendig gewesen. So. Schließen wir den Riss. Haben wir noch einige vor uns. So, wir wollten aber noch weitere Rotlyrium-Vorkommen zerstören. Ich glaube, hier haben wir noch 2. Wir haben 2 zerstört, das heißt, wir sollten hier noch, vielleicht noch 2 haben. Hier könnte vielleicht was sein. Ich sollte mich mal genauer umsehen. Ja. Gucken wir mal. Nein. Nein. Anderen Seite versiegelt. Ah,
Dann können wir da wieder runtergehen. Von der anderen Seite verriegelt. Wir kommen gar nicht rein. Wollt ihr mich eigentlich auf den Arm nehmen? Von der anderen Seite verriegelt! Komm her! Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Stirb! Das kann doch nicht wahr sein. Alles hier verriegelt. Was ist denn des Wahnsinns? Die sind halt immer auf dem neuesten Stand, förmlich uns immer... Eigentlich wirklich einen Schritt voraus, weil das wäre die falsche Bezeichnung, aber sind sehr gut vernetzt. Das trifft's am besten. Sind sehr gut vernetzt. Noch mehr. Jetzt kommt die ganze Bande hier an. Das wird euch nicht mehr helfen. Au. So. Wer kann sterben gehen? Da hinten haut ab. Wann auch immer der gehen will. Ah, jetzt haben sie die Tür mal geöffnet. Vielen Dank dafür. So. Jetzt holen wir euch. Jetzt holen wir euch. Dass er sich genau in den Schuss davor wirft. Sandra, willst du nicht mal mitmachen? Macht echt Spaß. Oh. Komm du daher, Schätzchen. Komm, ich heil dich mal. Und dann... eine perfekte Ablenkung. Nein! Hat doch nichts damit zu tun. So. Ja, irgendwelche Fanatiker. Was ist das Problem? Mein Freund, du bist gleich tot. Er hat eigentlich keine Chance gegen uns. Aber trotzdem gibt er nie auf. Trotzdem gibt er nie auf. Hm.
Tja. Mieser Abschaum. Nutzt das Chaos des Krieges, um sich selbst zu bereichern. Ah. Skizze des Hofs des Chateaus.